Hallo und herzlich willkommen zum Best Age Power Yoga. Ich bin Angelika und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute richten wir den Fokus auf unsere Mitte, auf unser Zentrum. Eine starke Mitte zu haben ist unwahrscheinlich wichtig, und zwar nicht nur für unser Aussehen, sondern für unsere Haltung, und zwar für die äußere und für die innere. Es gibt ja so eine Wechselwirkung zwischen Körper, Geist und Psyche. Die arbeiten ganz eng zusammen, die beeinflussen sich gegenseitig und hängen voneinander ab. Deshalb ist mir wichtig, während der Yoga-Praxis immer wieder Körper, Geist und Seele mit einzubeziehen. Gerade wenn wir älter werden und in schwierigen, herausfordernden Zeiten ist es besonders wichtig, eine Verbindung zu unserer Mitte und zu unserer Lebenskraft zu haben, damit wir körperlich, mental und seelisch stark bleiben. Ich werde euch heute während der Yoga-Praxis immer mal wieder Optionen anbieten und du entscheidest dann, welche Variante für dich die beste ist, beziehungsweise welche sich für dich gut anfühlt. Und ich werde euch auch manchmal in Stellungen, in Positionen führen, werde aber selber aus der Position rausgehen, einfach nur, damit ihr mich besser versteht. Zum Beispiel in der Stellung des Kindes, wenn ich dann in die Matte rede, ist es für euch nicht besonders hilfreich, beziehungsweise ihr versteht dann gar nicht, was ich sage. Das heißt, ihr bleibt in den Positionen und hört einfach so zu, was ich so von mir gebe. Ihr braucht bequeme Kleidung, eine Unterlage und vielleicht für die Schlussentspannung eine Decke. Tja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir beginnen in der Stellung des Kindes. Setzt die Knie ein wenig auseinander, die großen Zehen berühren sich, legt die Stirn am Boden ab und die Arme zurück. Wenn deine Stirn nicht auf den Boden kommt, kannst du mit deinen Händen zwei Fäuste bilden und dann die Stirn ganz entspannt auf deine Fäuste ablegen. Dann nutze diesen Moment, um dich auf deine Yoga-Praxis einzustimmen, dich zu sammeln. Atme tief durch die Nase ein und auch aus. Atme Leben ein und ausatmen, lass los und vertraue. Bewusstes Atmen bedeutet Ja sagen zum Fluss des Lebens. Alles in dir will fließen, dein Atem, dein Blut, deine Lymphe, die Ströme in deinen Meridianen und vieles mehr. Spür, welche Körperregionen sich ausdehnen beim Einatmen und Ausatmen. Lass immer mehr los. Führe dann deine Hände fürs lange Kind gestreckt nach vorne. Spreize deine Finger, sodass dein Mittelfinger auf 12 Uhr schaut. Mit deiner nächsten Einatmung roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Öffne die Unterschenkel, heb dein Brustbein. Und ausatmen über die Kraft der Bauchmuskulatur. Komm zurück ins lange Kind. Einatmen, langsam Wirbel für Wirbel aufrollen. Brustbein heben. Und ausatmen, wieder über die Kraft der Bauchspannung zurück. Mach das noch zweimal, gerne auch in deinem Atemrhythmus aufrollen. Und ausatmen zurück. Gerne hörbar ausatmen. Noch einmal, Wirbel für Wirbel aufrollen, die Wirbelsäule mobilisieren. Und ausatmen zurück. Beim nächsten Mal bleib vorne, atme ein und ausatmen lässt du dich in deinen Schultergürtel sinken, ziehst die Schultern zu den Ohren und lässt dein Becken ganz schwer werden. Dann ausatmen, drück dich aus deinem Schultergürtel raus, zieh dein Kinn zum Kehlkopf, heb dein Brustbein
Das Gesäß kann jetzt ganz locker werden, der Unterbauch bleibt fest und ausatmen. Schau über deine linke Schulter zu deiner linken Ferse und lass jetzt die rechte Leiste ganz schwer werden, dass du vielleicht eine Dehnung vor der Leiste spürst. Zieh die Schulterblätter zusammen und zieh dein Steißbein in deinen Körper. In der nächsten Einatmung komm zurück in die Mitte, atme ein und ausatmen, dreh dich rüber nach rechts und schau über deine rechte Schulter zu deiner rechten Ferse, lass jetzt die linke Leiste schwer werden. Unterbauchspannung beibehalten, Schulterblätter zusammen, Gesäß darf locker sein. Komm dann einatmen wieder zurück und ausatmen, stülp die Zehen hinten um, bring die Knie hüftbreit, komm zurück ins lange Kinn und dieses Mal die Fingerkuppen aufstellen und dann wander mit deinen Fingerkuppen an den Anfang deiner Matte und kreiere auf diese Art und Weise eine Länge zwischen Steißbein und Scheitelpunkt. Gerne die Augen schließen und den Fokus nach innen richten. Zieh die Schultern weg von deinen Ohren. In der nächsten Einatmung wander über deine Matte rüber nach links und zieh jetzt mit der linken Hand schräg rüber, zieh die linke Leiste zurück, dass du wirklich eine Dehnung jetzt hier in der linken seitlichen Rumpfmuskulatur spürst und dann atme in die Zwischenrippenmuskulatur. In der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte und ausatmen, wander rüber nach links, zieh jetzt mit der rechten Hand schräg rüber und die rechte Leiste zurück. Auch hier bist du im Ziel, eine Dehnung in der rechten seitlichen Rumpfmuskulatur spürst und auch hier atme in die Zwischenrippenmuskulatur. Komm dann wieder zurück zur Mitte, noch einmal Länge kreieren, gerne nochmal die Augen schließen. Und dann gönn dir nochmal so ein, zwei tiefe Atemzüge. Komm dann in den Vierfüßlerstand. Handgelenke, Schultern in einer Linie, Knie, Hüfte in einer Linie. Katze, Kuh. Einatmen, heb dein Brustbein, zieh die Schultern zurück. Und ausatmen, press die gefächerten Finger in den Boden, als wolltest du den Boden wegschieben und zieh den Bauchnabel ran. Atme aus. Einatmen, Brustbein heben. Und ausatmen, den Rücken rund werden lassen. Schulterblätter auseinander. Ziehen und spür die Kraft deiner Bauchmuskulatur. Noch zweimal. Atme ein. Und atme aus. Auch hier gerne hörbar ausatmen. Kopf entspannt hängen lassen. Ein letztes Mal. Atme ein. Und atme aus. Komm dann zurück in eine neutrale Position. Wander mit den Händen so einen Ticken, so ein, zwei Zentimeter nach vorne. Streck jetzt ein Bein nach dem anderen und komm in die schiefe Ebene. Zieh die Hände zu den Füßen und die Füße zu den Händen. Zieh die Schultern zurück. Handgelenke und Schultern in einer Linie. Und je mehr du die Hände und die Füße zusammenziehst, je mehr wirst du die Kontraktion in deinem Core-Zentrum spüren, in deiner Mitte. Kopf ist in der Verlängerung deiner Halswirbelsäule. Entweder schließt du die Augen oder bündelst deine Kraft zu dem Blick zwischen deinen Händen. Atme ein und mit deiner nächsten Ausatmung komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Die Knie gerne gebeugt lassen, dafür die Hände in den Boden pressen und so eine Innenwölbung im Rücken kreieren. Du ziehst deine Sitzbeinhöcker an einer gedachten Wand nach oben. Und dem Hund immer gerne die Lungen mit Sauerstoff füllen und auch gerne hier durch den Mund und auch gerne mit einem Seufzer ausatmen. Genieß den herabschauenden Hund, der dehnt die komplette Rückseite deines Körpers, baut den Stress ab, wirkt energetisierend und wirkt auch Verspannungen oder Kopfschmerzen entgegen, weil die Wirbelsäule und der Nacken gedehnt werden. Mit der nächsten Einatmung kommt zurück in die schiefe Ebene, bring dann die Knie zum Boden. Atme weiter, dann nochmal tief ein- und ausatmen, die Oberarme eng am Körper, geh langsam und kontrolliert in die Bauchlage. Brust, Schambein, Zehen ausgleiten lassen. Platziere deine Hände so, dass der Daumen mit deiner Brustfalte abschließt, roll die Schultern nochmal zurück, presse die Fußrücken und dein Schambein in die Matte, mit deinen nächsten
Einatmung hebt den Oberkörper leicht vom Boden ab. Der Kobra hebt dein Herz und senkt dein Kinn. Die Kobra kräftigt den oberen Rücken und steht für Mut und die Befreiung von Angst. Auch hier gerne die Augen schließen, den Atem ruhig und gleichmäßig fließen lassen. Dann senk den Oberkörper ein bisschen und heb jetzt beide Beine an. Streck die Arme zurück und komm in eine Variante der Heuschrecke. Gib jetzt so viel Kraft in deine Gesäßmuskulatur, dass darüber hinaus die Oberschenkel wegkommen vom Boden. Wenn du einen stabilen Rücken hast und wenn du mehr möchtest, dann nimm die Arme nach vorne, ungefähr schulterbreit, Daumen zum Himmel. Auch hier den Atem fließen lassen. Die Heuschrecke kräftigt die komplette Rückseite, öffnet die Vorderseite. Und ist eine willensstärkende Übung. Dann die Beine wieder ablegen. Für eine Variante der Kobra führ die Hände zurück. Schließ die Handgelenke. Streck die Zeigefinger. In der nächsten Einatmung hebt den Oberkörper. Auch hier die Fußrücken fest in den Boden pressen. Sich darüber hinaus die Knie vom Boden lösen. Und diese Variante dehnt jetzt deine Schulter- und Brustmuskulatur. Zieh die Arme von dir weg, zieh die Schulterblätter zusammen. Und das ist schon so ein bisschen eine anstrengende Übung. Und dann wirke diese körperlich anstrengenden Übung mit so einer inneren Gelassenheit und Gleichmut entgegen. Komm einatmend etwas höher. Und ausatmend, leg die Stirn auf deine gestapelten Hände, locker die Schulter- Hals- und Nackenmuskulatur und beweg dein Becken so ein paar Mal hin und her. Und dann lass einfach wieder gut sein. Wichtig beim Yoga ist immer wieder nach so anstrengenden Übungen wieder für Ruhe und Gelassenheit sorgen. Genieß diesen Moment des Getragenseins und spür einfach nach. Bring dann deine Hände wieder unter deine Schultern, roll die Schultern zurück, stülp die Zehen hinten um, heb dein Becken, presst deine Hände und die Knie in die Matte, einatmen, streck die Arme und ausatmen, komm ins lange Kind. Einatmen hier, ausatmen wieder erneut in den herabschauenden Hund. Füße hüftbreit, Hände schulterbreit. Wieder press die Hände in den Boden, schieb den Boden weg, dass du wirklich diese Innenwölbungen der Wirbelsäule kreierst und zieh die Sitzbeinhöcker an einer gedachten Wand nach oben. Als wollte dein Schambein so zwischen deinen Beinen zur Decke. Wer möchte, kann auch gerne die Knie leicht gebeugt lassen. Es ist viel wichtiger, diese Länge im Rücken zu kreieren. Dann heb mit deiner nächsten Einatmung dein rechtes Bein gestreckt parallel zur Decke. Bleib im Schulter- und Beckengürtel parallel. Ausatmen, setz den Fuß am Boden ab. Einatmen, streck dein linkes Bein gestreckt parallel zur Decke. Rechte Hüfte zurück, die linke vor. Ausatmen, zurück. Noch einmal. Einatmen, das rechte Bein parallel zur Decke, Kopf locker lassen, ausatmen, zurück, ein letztes Mal, linke Seite, einatmen, anheben und ausatmen, setz den Fuß am Boden ab. Wenn du möchtest, so ein paar Mal auf der Stelle gehen, immer ein Bein beugen, die andere Ferse in den Boden pressen, gerne den Rücken, alles mitnehmen, einfach nochmal so den ganzen Körper mobilisieren. Und dann schau zu deinen Händen und geh ein paar Schritte an den Anfang deiner Matte, Füße hüftbreit. Die Arme entweder Luft baumeln lassen oder legst die Hände vor deinen Füßen ab. Schüttelst nochmal die Haare aus, schüttelst nochmal deine Schultern aus und verlagerst nochmal dein Gewicht weg von den Fersen hin zum Fußballen. Genau, bis du vielleicht ein leichtes Ziehen in der Oberschenkelrückseite spürst. Dann die Knie gut beugen und mit deiner nächsten Einatmung roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf.
Die Arme ganz entspannt hängen. Spüre, wie du jeden einzelnen Wirbelkörper aufrichtest. Ganz zum Schluss der Kopf. Und in der Berghaltung angekommen, gerne die Schultern nochmal nach oben und nach hinten, unten kreisen und dann die Schultern entspannt sinken lassen. Und ja, auch hier nochmal einen Moment und spüre nach innen. Im Kontakt über deine Füße zum Boden auf und strebe mit deiner Scheitelkrone gen Himmel. In der nächsten Einatmung zeichne einen großen Kreis, die Arme über die Seite, führe die Arme über die Seite nach oben, bis sich deine Hände berühren und ausatmen, bring deine Hände vor dein Herz. Führe den Unterbauch ran und hoch, richte die Wirbelsäule noch einmal gut auf, mit dem Aufrichten der Wirbelsäule. Lebe auch deinen Geist und begegne dir wohlwollend und wertschätzend. Sonnengruß A. Atme ein, führe die Arme über die Seite nach oben, bis sich deine Hände berühren. Ausatmen, die Knie gerne beugen, lass den Rücken gerade, komm in die stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, dein Rücken wird lang, entweder die Fingerkuppen auf dem Boden oder die Hände vor dein Schienbein. Und dann auch hier ziehst du die Sitzbeine dann nach oben. Kreierst eine Länge im unteren Rücken. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, rechts, links, zurück in die Liegestützposition. Hier bleiben, nochmal atmen, nochmal sammeln. Handgelenke, Schultern in einer Linie, Hinterkopf zur Decke. Dann bring deine Knie zum Boden, atme ein und ausatmen. Die Oberarme eng am Körper, geh tief ins Brett. Brust, Schambein, Zehen ausgleiten lassen. Roll die Schultern zurück, komm in die Cobra. Ausatmen, leg die Stirn am Boden ab. Stülp die Zehen um, heb dein Becken. Press die Hände in den Boden, einatmen, streck die Arme. Und ausatmen, komm wieder ins lange Kind. Einatmen hier, ausatmen in den herabschauenden Hund. Schau zu deiner rechten Hand. Entweder beugst du das rechte Bein und fasst zur Wade und bringst den Fuß nach vorne. Oder, wenn du das weit und weiter bist, gerne den Fuß mit Schwung nach vorne bringen. Ausatmen, setz den linken Fuß neben deinen rechten, komm in die stehende Vorwärtsbeuge. Die Knie beugen gerne wieder, die Wirbelsäule aufrichten, die Arme über die Seite, komm einatmen nach oben und ausatmen, bring deine Hände wieder vor dein Herz. Links. Atme ein, Arme über die Seite nach oben führen, die Hände berühren sich. Ausatmen, die Arme über die Seite, komm tief in die stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, dein Rücken wird wieder lang. Du entscheidest, Finger am Boden oder am Schienbein. Ausatmen, links, rechts, zurück in die Liegestützposition. Zieh auch hier wieder die Hände zu den Füßen, die Füße zu deinen Händen. Achte darauf, dass dein Kopf nicht hängt, sondern in der Verlängerung deiner Halswirbelsäule bleibt. Bring die Knie zum Boden, einatmen hier. Oder wenn du die Kraft hast und weiter bist, kannst du natürlich auch im langen Hebel tief gehen. Ansonsten Knie zum Boden, Arme beugen, langsam tief ins Brett. Roll die Schultern zurück, einatmen in die Cobra. Ausatmen, führe dein Brustbein lang nach vorne, leg die Stirn am Boden ab. Stülp die Zehen hinten um, heb dein Becken. Einatmen, streck die Arme. Ausatmen, langes Kind. Einatmen hier. Ausatmen, herabschauender Hund. Schau zu deiner linken Hand, bring den Fuß entweder mit Schwung nach vorne oder beug dein Knie und fass zur Wade. Bring den Fuß nach vorne. Dann den rechten neben deinen linken in die stehende Vorwärtsbeuge. Beide Knie gut beugen, die Sehe sinken lassen, die Wirbelsäule aufrechten, presst die Füße in den Boden, die Arme über die Seite, einatmen nach oben und ausatmen. Bring deine Hände vor dein Herz. Einatmen, setze dich auf einen imaginären Stuhl. Achte darauf, dass deine Knie so oberhalb des Mittelfußes bleiben und verlagere dein Gewicht jetzt
tendenziell mehr nach hinten. Dann senkt die Arme über die Seite, atme aus. Bauchspannung beibehalten, ganz fest den Bauch nach innen ziehen, Schultern zurück. Einatmen, führ die Arme über, vorne nach oben. Ausatmen tief. Setz dich noch tiefer. Atme ein und atme aus. Noch zweimal, atme ein, spür die Kraft in deinem Zentrum, atme aus. Letztes Mal, atme ein, atme aus. Atme ein und dieses Mal führ die Arme über die Seite wieder tief in die stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, dein Rücken wird lang. Ausatmen, rechts, links, zurück in die Liegestützposition. Jetzt kommen wir zu den ersten Varianten. Komm mal in den Vierfüßlerstand und wieder achte darauf, Handgelenke, Schultern in einer Linie. Atme ein und ausatmen und bring dein rechtes Knie Richtung Brust und zieh die Bauchdecke nach innen. Einatmen zurück. Ausatmen die linke Seite, zieh dein Knie ganz weit nach vorne zur Brust, über die Kraft der Bauchmuskulatur. Entweder machst du jetzt im Vierfüßlerstand weiter, du entscheidest, oder du kommst in die Liegestützposition und machst diese Übung im langen Hebel. Einatmen hier, ausatmen, zieh dein rechtes Knie weit nach vorne zur Brust. Und einatmen zurück, so wenig wie möglich wackeln. Ausatmen links, höre dich atmen. Atme ein, atme aus. Atme ein, Bauch nach innen aus. Die letzten vier. Noch vier. Noch drei. Atme aus. Zwei. Jedes Mal ein Stückchen weiter nach vorne. Und eins. Zieh die Knie am Boden ab. Entspann deine Handgelenke. Und komm ins lange Kind. Immer die Arme vorne lassen oder leg die Arme zurück. Gönn dir dann auch hier wieder ein paar Atemzüge. Lass einfach los, entspann die Schulter, Hals und Nackenmuskulatur und entspanne deine Handgelenke. Dann bring die Hände wieder nach vorne ins lange Kind. Komm über den Vierfüßlerstand in die schiefe Ebene. Einatmen hier. Ausatmend, herabschauender Hund. Jetzt starte deine rechten Hand, beug den rechten Fuß fast zur Wade. Das ist auch gleichzeitig eine Gleichgewichtsübung und hole jetzt den rechten Fuß langsam nach vorne. Ausatmen, setz das linke Knie am Boden ab, sodass Knie und Hüfte eine Linie sind und Ferse und Knie in einer Linie. Leg die Hände auf den Oberschenkel und richte dich in der Länge deiner Arme auf. Achte darauf, dass dein Becken parallel bleibt. Dann mit der nächsten Einatmung lass dich nach vorne sinken. Öffne dich, öffne dein Brustbein und ausatmen wieder über das Core-Zentrum-Übung, über die Kraft der Bauchmuskulatur. Zieh den Bauchnabel nach innen. Die Hände berühren sich, schau zum Bauchnabel. Einatmen, öffnen, Brustbein heben und ausatmen, den Rücken wieder runden. Auch hier gibt es jetzt eine Variante. Entweder machst du so noch zweimal weiter oder du öffnest und wenn möglich streck dein linkes Bein, atme ein und ausatmen ziehst du das linke Knie unter die Hüfte, ziehst den Bauchnabel ran und schaust zum Bauchnabel. Das ist ziemlich anstrengend. Einatmen nochmal öffnen, Brustbein heben und ausatmen wieder, Core-Zentrum aktivieren, Bauch aktiv nach innen ziehen, bring die Hände vorne zusammen und schau zum Bauchnabel, bleib hier. Für zwei, drei Atemzüge. Zieh das linke Knie unter deine Hüfte, zieh den Bauchnabel ran und über die Kraft der Bauchmuskulatur ziehst du dein Steißbein in deinen Körper. In der nächsten Einatmung nochmal öffnen. Ausatmen, das rechte Knie mehr beugen, das linke Bein strecken. Einatmen, bring die Arme nach oben. Und ausatmen, führ die Arme über die Seite tief. Rechte Fußspitze nach außen, das hilft dir beim Zurücksteigen. Und steig in den herabschauenden Hund. Reguliere das Ganze jetzt einfach wieder über den Atem und eventuell entstandener Druck auch hier gerne über den Atem einfach loslassen.
Genau. Dann komm wieder in die Liegestützposition. Und wieder in den Vierfüßlerstand. Ich muss das jetzt mal wegmachen. Das raucht mich jetzt so ein bisschen zu sehr an, die Räucherstäbchen. Gut. Wir beginnen wieder eine Core-Zentrum-Übung, zuerst im Liegestütz und nachher erst im Vierfüßlerstand und dann im Liegestütz. Atme ein und ausatmen und bring dein Knie, dein linkes Knie zwischen Ellenbogen und Schulter, einatmen zurück. Ausatmen, das rechte Knie zwischen Ellenbogen und Schulter zum Oberarm. Und du entscheidest jetzt wieder, ob du das im Vierfüßlerstand weitermachst oder in der Liegestützposition. Liegestützposition, langer Hebel, einatmen hier, ausatmen, Knie zwischen Ellenbogen und Schulter. Atme ein, atme aus, atme ein. Ziemlich anstrengend, atme aus, atme ein. Schultern weg von den Ohren, atme aus, atme ein. Wenn es zu viel wird, gerne Pause, ansonsten noch viermal. Atme aus, atme ein, atme aus. Atme, Bauch nach innen, die letzten zwei, so hoch wie möglich und rechts nochmal, atme ein, Knie zum Boden und wieder die Handgelenke entspannen, immer die Arme vorne lassen oder zurück und einfach deinen Rücken rund werden lassen. Und dann bis tief in den unteren Rücken atmen und nachspüren. Bring dann die Hände wieder nach vorne, komm über den Vierfüßlerstand in die Liegestützposition, einatmen hier, ausatmen, herabschauender Hund. Die linke Seite, beug dein linkes Knie, fass die Wade und bring den linken Fuß dahin, wo die linke Hand war. Atme aus. Dann bring das rechte Knie zum Boden, die Hände auf deinen Oberschenkel und richte dich in der Länge deiner Arme auf. Knie, Ferse in einer Linie, Knie, Hüfte in einer Linie. Wieder, Core-Zentrum aktivieren. Atme ein, öffne dich nach vorne. Und ausatmen, bring den Rippenbogen zum Darmbeinkamm, zieh den Bauchnabel nach innen, maximale Bauchspannung. Schau zum Bauchnabel. Einatmen, öffnen, weit werden. Nochmal ausatmen, den Rücken über die Kraft der Bauchmuskulatur rund werden lassen. Du entscheidest wieder, ob du so bleibst oder du öffnest und streckst dein hinteres Bein. Atmest ein, ausatmen, beug das hintere Knie, zieh das Knie unter die Hüfte, die Hände nach vorne, Blick zum Bauchnabel, lass den Rücken rund werden. Einatmen, öffnen, das hintere Bein strecken. Ausatmen, runder Rücken, Schulterblätter auseinander, Blick zum Bauchnabel. Einatmen, öffnen. Das nächste Mal müsst ihr schon im runden Rücken bleiben. Wie gesagt, entweder Knie am Boden oder du beugst das Knie in der Luft, ziehst den Bauchnabel ran, linke Hüfte zurück, die rechte vor, schau zum Bauchnabel. Bleib hier für zwei Atemzüge, zieh mit den Händen nach vorne. Genau, runden Rücken. Dehnung im Rücken, Kontraktion in der Vorderseite. Einatmen, wieder öffnen. Und ausatmen. Das vordere Knie etwas mehr beugen, das hintere Bein strecken. Einatmen, führ die Arme nach oben und ausatmen, führ die Arme über die Seite tief. Push bitte nach außen in den herabschauenden Hund. Und auch hier wieder das Ganze über den Atem regulieren. Tief durch die Nase ein und durch den Mund stöhnen, ausatmen. Bring dann die Knie zum Boden und erneut ins Kind. Und auch hier wieder einen Moment gönnen zum Nachspüren. Wie gesagt, immer nach jeder anstrengenden Übung, Asana, immer wieder für Ruhe und Ausgeglichenheit sorgen. Und bring deine Hände nach vorne, spreize deine Finger. Komm über den Vierfüßlerstand, Liegestützposition, in den herabschauenden Hund. Das ist für heute dein letzter herabschauender Hund. Gib nochmal alles, presse die Hände in den Boden, schieb den Boden weg. Zieh die Sitzbeine über nach oben. Der Bizeps zieht zum Ohr, die Achselhöhlen zum Boden. Hier bleiben.
Dann geh ein paar Schritte an den Anfang deiner Matte. In die stehende Vorwärtsbeuge. Gerne nochmal die Haare ausschütteln, die Schultern. Und komm dann über die Hocke zum Sitzen. Eine Übung hätte ich noch für euch, ist echt so ein Klassiker, und zwar das Fahrradfahren in der Rückenlage. Deine Füße stellst du hüftbreit auf, lässt den Rücken rund werden, ziehst praktisch die Sitzbeinhöcker nach vorne, schiebst dein Schambein zum Bauch, also dass du praktisch der Bauch wie so eine Schale wird. Und du entscheidest wieder, entweder Oberschenkelrückseite fassen oder nimmst die Hände nach vorne, gerne die Augen schließen, Schulterhals, Nacken locker lassen. Und einfach nochmal dein Core-Zentrum aktivieren und ganz langsam in die Rückenlage kommen und wirklich spüren, wie du jeden einzelnen Wirbelkörper ablegst. Dann ist der Unterrücken am Boden, die Schulterblattspitzen, Schultern und dann der Kopf. Dann zieh die Knie zur Brust hin ran, dehn den unteren Rücken. Die nächste Übung kennt ihr, aber ich lade euch wirklich ein, die jetzt extrem langsam zu machen, wirklich wie in Zeitlupe. Je langsamer du die machst, umso effektiver. Dann die Knie so aufstellen, dass die Knie und die Hüfte in einer Linie sind, Knie und Ferse in einer Linie. Dann kannst du erstmal nochmal Oberschenkelrückseite fassen und sich aus der Kraft der Bauchmuskulatur nach oben ziehen, ein bisschen mit den Händen nachhelfen. Jetzt kommt der letzte Rippenbogen praktisch zum Daumenbeinkamm und alles, was dazwischen ist, ziehst du wie so eine Ziehharmonika nach innen. Dann nimm eine Hand den Nacken, die andere Hand und achte darauf, dass der Abstand zwischen Kinn und Brustbein eine große Faust bleibt. Atme ein, heb den Oberkörper. Und ausatmen, dreh den Oberkörper zum linken Knie und streck dein rechtes Bein relativ nah am Boden oder in der Luft. In der Luft ist natürlich einfacher oder am Boden. Bleib mit den Schultern weg vom Boden, atme ein, komm zur Mitte. Der Kopf ruht in deinen Händen, nicht am Kopf, den Abstand behalten und ausatmen, dreh rüber nach rechts. Mit dem Oberkörper zum rechten Knie das linke Bein strecken. Einatmen, zurück zur Mitte, Schultern bleiben weg vom Boden. Ausatmen, langsam und bewusst. Aktiviere dein Zentrum rüber nach links. Einatmen, Mitte, bleib mit der Lendenwirbelsäule, mit deinem Rücken am Boden. Seelenruhig rüber nach rechts. Noch viermal. Atme ein, zur Mitte, Schultern weg vom Boden. Und dieses Mal drehst du das Knie so ein bisschen x-ig nach innen, aus der Kraft der Bauchmuskulatur. Das wirst du spüren. Atme ein, Mitte. Und ausatmen, dreh dich rüber nach rechts, dieses rechte Knie, so ein bisschen x-ig drehen. Gleich geschafft, einmal noch zur Mitte, atme ein und rüber. Langsam, zieh die Ausatmungsphasen nach außen, also in die Länge. Atme aus. Nochmal, unteren Rücken am Boden lassen, einatmen. Letztes Mal, gib dein Bestes. Atme aus, Oberkörper rüber nach rechts. Einatmen, Mitte, nochmal die Schultern hochziehen. Geschafft. Ausatmen, leg dich ab. Und zieh die Knie zur Brust. Spür nach. Und dann stell die Beine auf, ich habe das wirklich gleich geschafft, was wir jetzt machen, ist total entspannend. Bring deine Arme auf Schulterhöhe zur Seite, Handinnenfläche zur Decke. Atme ein und ausatmen, lass die Knie einfach nach links sinken und den Kopf nach rechts. Und dich loslassen. Einatmen, wieder über die Kraft der Bauchmuskulatur zurück zur Mitte. Nase, Fluglinie zur Decke, ausatmen, lass die Knie nach rechts sinken, den Kopf nach links. Genieß diese kleine Rotationsübung. Einatmen zur Mitte, Arme, Schultern bleiben am Boden, ausatmen, Knie nach links, Kopf nach rechts. Noch einmal einatmen, Mitte, ausatmen, rüber nach rechts. Dann atme ein. Und dieses Mal leg dein linkes Bein über dein rechtes, ganz eng zusammen. Lass deine Knie nach links sinken, den Kopf nach rechts
Das obere Bein wird jetzt ziemlich schwer, dass du wirklich so eine Dehnung spürst. Dann atme tief in deinen Bauch und lass einfach los. Genieß auch hier das Gefühl des tiefen Getragenseins. Und genieß jetzt schon so ein bisschen die Entspannung nach deiner Yoga-Praxis. Dann löse das obere Bein und gönne dir auch da einen Moment zum Nachsinken. Und dann wieder zurück zur Mitte. Leg dein rechtes Bein über dein linkes und lass beide Knie nach links sinken, den Kopf nach rechts. Und jetzt das obere Bein wirklich so schwer werden lassen, dass du vielleicht so ein Ziehen spürst. Auf jeden Fall ist eine ganz angenehme Dehnung. Gerne die Augen schließen. Doch hier wieder bis tief in deinen Bauch atmen. Und einfach einen Moment jetzt genießen, wo du dich nicht mehr anstrengen musst. Einfach so nach getaner Arbeit einfach den Moment genießen kannst. Löse das obere Bein, auch hier gönn den Moment zum Nachsinken. Komm dann zurück zur Mitte. Und zieh die Knie nochmal zur Brust hinan. Auch gerne die Stirn zu den Knien, einfach nochmal so ein Päckchen machen. Und leg dich ab. Bring deine Fußsohlen zusammen, lass deine Knie rechts und links zur Seite sinken. Hier darf jetzt übrigens gerne die Lendenwirbelsäule sich von der Matte lösen. Einfach die natürliche Lendenwirbelsäule beibehalten, dass hier so ein Luftkissen entsteht. Leg deine Hände wieder auf die Innenseite deiner Oberschenkel oder auf deinen Bauch und zieh das Kinn wieder leicht zum Hals, damit der Nacken lang ist. Und dann atme ein paar Mal tief in den Bauch und spür, wie dein Bauch sich in deine Hände wölbt. Und ausatmen, lass los. Dann gehen wir auch hier so kleine Pausen zwischen Ein- und Ausatmen. Und dann bleib jetzt entweder im liegenden Schmetterling oder streck die Beine auf, die Füße nach außen fallen lassen, die Arme dann auch großzügig am Boden ausstrecken. Bereite dich jetzt für die Schlussentspannung vor. Wenn du möchtest, zieh dir etwas über oder deck dich zu. Nimm dann deinen Atem wahr. Und spür, wie ein Atem ganz von alleine kommt und geht. Wie er ganz von alleine ein- und ausströmt in seinem eigenen Rhythmus. Entspannt und gelöst lässt du dich in deine Unterlage sinken. Und alles, was sonst in deinem weltlichen Leben eine Rolle spielt, darf jetzt immer mehr in den Hintergrund treten. Lass los und genieß. Tauch ein in die heilsame Stille und lass dich tragen vom Fluss des Atems. Geh dann freundlich, aufmerksam durch deinen ganzen Körper und die Auflagepunkte deines Körpers wahr. Beginn mit deinen Füßen. Spür deine Fersen, Unterschenkel, Oberschenkel und dein Gesäß. Nimm dann deine Beine von den Fersen bis zu den Hüften als Ganzes wahr. Nimm deinen Bauchbereich wahr, den Brustbereich und spür das leichte Heben und Senken beim Ein- und Ausatmen. Lass deinen Rücken ganz
befreit und weich werden. Nimm mal deine Hände wahr, deine Finger, Unterarme, Oberarme, Schultern und Schulterblätter. Und lass dich mit deiner nächsten Ausatmung noch entspannter und gelöster, noch tiefer in deine Unterlage sinken. Nimm deinen Nacken wahr. Nimm deinen Hinterkopf wahr. Und lass deinen Kopf innerlich ganz frei werden. Und genieß diesen Moment, in dem es nichts zu tun gibt. Bleib dann für ein paar heilsame Atemzüge in dieser kostbaren Stille. Hier, in diesem entspannten Bewusstseinszustand, kannst du Frieden und Einheit erfahren. Bring dann langsam deine Aufmerksamkeit wieder hier zurück in deinen Raum, auf deine Matte. Lass deinen Atem voller werden. Und beginn mit kleinen Bewegungen deiner Füße, deiner Zehen, deiner Finger und deiner Hände. Streck dich und regel dich. Zieh die Beine vielleicht zur Decke. Nicht die Beine, zieh die Arme zur Decke. Nimm die Arme über, oben und zurück, hinter deinem Kopf, streck dich und regel dich. Zieh vielleicht den rechten Arm und ins rechte Bein in entgegengesetzte Richtung, sodass sich dein Becken verschiebt und an die linke Seite. Zieh dein Kinn nochmal zum Hals und beweg im Liegen nochmal deinen Kopf von rechts nach links, mobilisiere deine Halswirbelsäule. Wenn du soweit bist, komm entweder über die Seite oder mit Schwung zum Sitzen. Lass deine Augen auch gerne noch geschlossen und bleib ganz bei dir und komm in einen kreuzbeinigen, aufrechten Sitz. Richte die Wirbelsäule noch einmal gut auf. Deine Hände ganz entspannt auf deine Oberschenkel. Und gönn dir auch hier nochmal einen Moment und spür nach. Spür nach, was sich verändert hat. Wie vielleicht dein Atem wieder freier durch dich strömen kann. Und vielleicht konntest du tatsächlich die Themen des Alltags für die letzten 30 oder 35 Minuten hinter dir lassen. Dann lass diese Yoga-Praxis nochmal vor deinem inneren Auge Revue passieren und nimm das mit, was dir besonders gut getan hat. Was dich trägt, was dir Kraft und Energie gibt im Alltag. Und dann veranker es auf deine Art und Weise. Mit einem Bild, mit einem Wort, vielleicht einem Symbol. Oder einfach mit einem tiefen Atemzug. Dann zeige einen großen Kreis, bis sich deine Hände oberhalb deines Scheitelpunkts berühren. Atme ein und aus und bring deine Hände vor dein Herz. Halte nochmal inne und denke bewusst über die kleinen und großen Freuden deines Lebens nach. Welche schönen Momente hast du in den letzten Tagen erlebt? Und nichts ist zu klein oder zu unwichtig. Vieles kann uns Momente des Glücks bescheren. Dann lass dich einfach überraschen, welches Bild oder welches Bilder dein Unterbewusstsein dir schickt. Und dann spür, wie sich automatisch ein Gefühl
von tiefer Zufriedenheit und Dankbarkeit in dir ausbreitet. Und je häufiger du dir erlaubst, mal dahin zu schauen, was gut in deinem Leben läuft, umso häufiger wirst du dieses Gefühl der Lebensfreude empfinden. Und genau das wirst du dann auch ausstrahlen. Und das ist dann wieder ein Magnet für weitere schöne Begegnungen und Ereignisse. Ich möchte mich heute mit einem Zitat von euch verabschieden. Das Glück kommt lautlos, aber man hört, wenn es geht. Namaste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch gut getan. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über eure Kommentare oder Feedbacks. Ich freue mich auch, wenn ihr mich wissen lasst, was ihr euch so für die nächsten Videos wünscht. Und wenn ihr kein Video verpassen möchtet, dann freue ich mich, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis ganz bald. Tschüss.